Fußballspiele, kommt immer mehr Licht ins Dunkel. Jetzt werden sämtliche 54 verdächtigen Partien der deutschen Fußballligen offenbar. Fakt. Gelang es durch mühselige Analyse der vorliegenden Akten, die streng geheim gehaltene Liste der manipulationsverdächtigen deutschen Spiele zu rekonstruieren. Wir haben sie unter www.fakt-online.de zum Nachlesen ins Internet gestellt. Neu ist vor allem, dass in der zweiten Bundesliga nicht nur 4, sondern nun immerhin 13 Spiele unter Verdacht stehen. Im Überblick wird deutlich, dass der absolute Schwerpunkt dabei beim VfL Osnabrück liegt. Hier sind 8 Zweitligaspiele, mehr als bisher bekannt, und ein Freundschaftsspiel betroffen. Dabei gerieten aufgrund von Geständnissen der Beschuldigten noch weitere Partien, wie zum Beispiel die bei Alemannia Aachen oder 1860 München, unter Manipulationsverdacht. Osnabrück stieg auch wegen des Betrugs vorübergehend in die dritte Liga ab. Ein sehr harter Einschnitt für diejenigen Osnabrücker Spieler, die an der Manipulation nicht beteiligt waren. Am meisten bin ich enttäuscht darüber, für die Spieler, die darunter gelitten haben, dass wir abgestiegen sind, die nicht mehr diese Vereine gefunden haben, die vielleicht weiterhin arbeitslos sind. Und das kann man nicht wieder gut machen. Verwickelt sind generell nicht die Vereine, sondern einige Fußballer. Im Fall von Osnabrück sind es die ehemaligen Spieler Marcel Schuhn, Thomas Zichon und Bilal Aziz, die durch abgehörte Telefonate und Aussagen geständiger Komplizen schwer belastet werden. Der Trainer ist besonders von seinem langjährigen Vertrauten Thomas Zichon enttäuscht und gibt nichts auf dessen Unschuldsbeteuerungen. Den glaube ich gar nichts. Das Einzige, was ich glaube, dass er was damit zu tun hat, weil er sich auch mit den Betrügern getroffen hat. Wenn meine Informationen richtig stimmen, sogar bei denen in Lohne zu Hause, da fahre ich nicht einfach so hin. Da fahre ich nur dann hin, wenn ich das Ziel habe zu betrügen. Und deswegen, weil er ein ganz wichtiger Spieler war, weil er eine Persönlichkeit war, den auch die anderen Mitspieler vertraut haben, ist er eigentlich die größte Enttäuschung und hat den größten Anteil daran, dass Osnabrück abgestiegen ist. Marcel Schuhn ist bereits vom DFB für knapp 3 Jahre gesperrt worden. Thomas Zichon spielt in Südafrika. Bilal Aziz in der Türkei. Trotzdem werden sie sich nicht aus der Verantwortung stehlen können. Wenn der Spieler nicht mehr in Deutschland sich aufhält und nicht mehr hier spielt, dann ist es von Bedeutung, dass die FIFA ein deutsches Urteil für weltweit vollstreckbar erklärt. Und die FIFA hat die Macht, einen in Deutschland gesperrten Spieler auch weltweit für gesperrt zu erklären mit ihren Disziplinarinstanzen. Bislang hat es einen solchen Fall noch nicht gegeben. Die Osnabrücker Spieler wären die ersten, die so zur Rechenschaft gezogen würden. Ihre Anstifter, die Drahtzieher des Wettskandals, werden Anfang Oktober in Bochum vor Gericht gestellt. Zur Anklage kommt dann aber nur ein Teil der verdächtigen Spiele, derjenige mit der dichtesten Beweislage.